Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Servervorstellung auf meinem Kanal. Ähnlich wie bei den Kanälen hat es eine lange Zeit gedauert, bis sich ein neuer Server hier beworben hat für eine Vorstellung. Das mache ich natürlich immer noch gerne. Also der Aufruf an euch, wenn ihr einen Minecraft-Server habt, den ihr gerne vorstellen wollt, der auch länger vielleicht als einen Monat oder zwei Monate läuft, dann schreibt mich bei Discord an, Link steht in der Beschreibung. Wir gucken uns den Server, hypercrafting.de heißt der übrigens, wir schauen uns den mal von oben an. Mit Hilfe meiner Flyer-Rechte, die ich hier bekommen habe, sehen wir also nun, sie ist sehr klassisch aufgebaut. Nichts Großes, nichts Modernes, ein paar Bäume stehen hier, eine Windmühle ist hier zu sehen, da hinten ein Schiff. Und ich muss auch sagen, der Aufbau, der kommt mir so ein bisschen bekannt vor, denn es ist ein Server, der quasi wieder neu aufgebaut wird, wo jetzt auch Citybuild mit drauf ist. Es wird PvP mit dabei sein, das schauen wir uns gleich noch beim Detail an. Und dann gehen wir gleich mal hier in den Navigator, da sehen wir einmal Kreativ, dann haben wir einmal City Build, dann haben wir einmal Jump Down, der Modus, der wird noch hinzugefügt, der kommt, genauso wie Get Down, also Jump Down und Get Down, dann Knockback FFA, so ein klassischer Modus auf jedem zweiten Server, Event Server ist momentan noch nicht und Island. Island ist ganz besonders, beziehungsweise ganz gut, ganz schön, da könnt ihr nämlich eure eigene Insel hoch, da könnt ihr nämlich eure eigene Insel euch mieten oder ja, sowas wie man sonst mit Grundstücken macht. Da könnt ihr euch eine Insel auswählen und dann könnt ihr da halt im Survival-Modus euch eine eigene Insel zusammenbauen. Hier steht es auch nochmal. Dann schaut doch gerne mit /IS, also IS heißt Insel, jetzt nicht irgendwie, dass einer falschen Eindruck gekriegt. Ne? IS steht ja auch für was anderes. Und das kann man aber nur dreimal ändern. Dann muss man sich an den Support wenden. Also mietet euch eine Insel, macht euch eine Insel fest, wenn ihr denn dann gerne so eine Art City-Build hier haben wollt. Apropos City-Build, wir gehen jetzt gleich mal direkt zu City-Build, da sind glaube ich die meisten. 5 Leute sind hier zurzeit drauf. Alle Links zum Server übrigens auch unten in der Beschreibung. Discord, Forum etc. Und was ihr noch so alles wissen müsst. Ja, ich denke mal Citybuild, wer sich damit auskennt, das wird ja nichts Neues sein. Hier stehen die ganzen Plothilfen, wie man sich halt einen freien Plot claimt zum Beispiel und so weiter und so fort. Die verschiedenen Funktionen. Ein Token-Shop rechts an der Seite, den könnt ihr erreichen. Discord, Teamspeak, Website, hier ist auch nochmal alles von Hypercrafting. Wir schauen uns mal ganz kurz um. Ich hoffe, ja, ich habe ja auch noch die Fly-Rechte. Wie gesagt, der Server kommt mir sehr bekannt vor. Er wird neu aufgebaut, ist gerade im Umbau, ist auch in der 1.12, weil die Plugins, die für diesen Server geschrieben wurden, gibt es halt nur in der 1.12 oder sind in der 1.12. Deswegen ist auch der Server in der 1.12. Ich glaube, die aktuellste Version ist die 1.17, 1.18. So aktiv Minecraft spiele ich jetzt leider auch nicht. Ab und zu mal im Livestream. Ja, also genügend Platz für euch, wenn ihr euch Survival-mäßig ausbauen wollt, falls ihr kreative Köpfe habt, dann ist der Server von Hypercrafting auf jeden Fall genau richtig für euch. Gehen wir noch mal kurz hier an den Spawn, in die Gadgets rein, ist auch nichts Neues. Da kann man sich durch die Lobby teleportieren mit der Enderperle, ein Jump Boost, Mystic Cannon, erschrecke deine Mitspieler so richtig. Weiß gar nicht, was das ist. Ach so, ah, okay. Dass man quasi so ein, ja, was war das gerade, so ein Schwarzpulver-Ding, ah ne, so ein Stück Kohle einfach hinschmeißt und dann, ja, explodiert das. Auch ein schönes Gimmick. Also schaut euch mal um auf Hypercrafting, wenn ihr jetzt Lust gefunden habt an dem Server und Spaß dran habt, hoffentlich dann beim Spielen, dann, ja, würde es mich sehr, sehr freuen. Viel Glück an die Serverinhaber. Moment, lass mich nochmal hochfliegen. Irgendwo hatte ich doch hier mal eine Feder. Jetzt glaube ich, kann ich fliegen. Ja, genau. Also hinterlasst ein paar nette Kommentare unter dem Video. Ich wünsche euch viel Glück, liebes Hypercrafting-Team. Alles Gute für euren Server, dass er auf jeden Fall eine lange Zeit lang hier standhält. Und dann, ja, bewerbt euch, wenn ihr auch einen Server habt. Schreibt mir auf Discord und dann sehen wir uns bei der nächsten Servervorstellung wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.